Ja, hallo und herzlich willkommen zur womöglich nicht letzten Folge von Lauri Lasteldlerlein, denn ich muss leider mein Dasein hier momentan als Lastel-Eremit fristen. Aber das ist in Ordnung. Oder auch nicht. Ihr habt vielleicht das letzte Pen and Paper gesehen mit dem Namen Projekt Pilos. Da habt ihr unter Umständen dann auch, also ich bin mir sehr sicher, dass ihr es gesehen habt, denn es hat ziemlich lange gedauert, eine Warhammer 40k-Landschaft auf dem Tisch gesehen. Die wird in diesem Video gelastelt. Und zwar habe ich dafür eine Kunststoffplatte, das ist eine Art Kappa-Platte, aber ein bisschen fester. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie man das nennt. Eine feste, dünne Kunststoffplatte benutzt und darauf diese graue Masse, das ist Pappmaché, angerührt mit Pappmaché-Pulver und Wasser. Und das verhält sich dann im Prinzip wie jede andere Modelliermasse und lässt sich modellieren. Wahnsinn. Ja, ich habe, um ein bisschen mehr 3D-Effekte reinzukriegen, noch ein paar Pappteile eingearbeitet. Tendenziell ist das immer nicht ratsam, weil Pappe sich wellt, da eben die Feuchtigkeit von dem Pappmaché durch das Trocknen entweicht und dann dafür sorgen kann, dass eben Naturmaterialien wie Pappe oder Holz sich anfangen zu wellen. In dem Fall ging es, weil es eben auf dieser Kunststoffplatte war, glaube ich, ganz gut. Spätfolgen kann ich noch nicht absehen. Ja, hier seht ihr den Prozess des Anrührens von Pappmaché nochmal bebildert. Das ist eben einfach ein Pulver, das habe ich in eine Plastiktüte rein, dann Wasser dazu und dann kneten, 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 kneten. Und das Ganze lässt man dann am besten eine Weile ruhen, ziehen, wirken und legt es zu Bett. In der Zwischenzeit möchte ich euch nicht vorenthalten, was meine Kollegen währenddessen getan haben. Die haben nämlich ein schönes Regal auf der Ablage in der Werkstatt gebaut, wo wir dann unsere ganzen Holzreste und Platten und Latten später drin lagern können. Das ist sehr nützlich und praktisch. Ich habe dann noch ein paar Pappstücke ausgeschnitten gehabt für die Sci-Fi-Ruine, die auf dieser Planetenlandschaft natürlich nicht fehlen darf. Ich habe die von beiden Seiten ummantelt, um eben genau diesen Wellungseffekt zu vermeiden, den feuchte Materialien und Papiermaterialien oft hervorbringen. Und das dann eben auf einer glatten Fläche aushärten lassen, das hat funktioniert. Also scheint meine Theorie richtig zu sein. Wenn man das von beiden Seiten gleichmäßig bestreicht, dann trocknet es auch einigermaßen gleichmäßig. Ich habe da noch so ein paar hübsche Pappmaché-Hasenküttel da drauf verteilt. Die sollen Sci-Fi-Space-Steine darstellen. Ich denke, die sehen auf jedem Planeten ungefähr gleich aus. Was natürlich nicht gleich aussieht, ist die Flora eines fremden Planeten. Ich dachte mir, so ein Space-Busch ist wahrscheinlich super lockig und sieht aus wie eine extraterrestrische Korkenzieherweide in klein. Ja, den kleinen Drahtbüschen, die ich geformt habe, habe ich dann noch Heißklebepfropfen aufgesetzt und Heißklebepistolen tendieren ja dazu, dass sie immer Fäden ziehen. Ich habe das in dem Fall genutzt, um so eine Art Spinnwebseffekt auf diesen Büschen zu erzielen. Denn ich denke, dass auf so einem Planeten die feindlichen, toxischen Büsche noch böser aussehen, wenn sie spinnwebenartige Substanzen an sich haben, die natürlich tödlich sind. Dann habe ich natürlich jedes Klischee bedient, in postapokalyptischen Science-Fiction-Ruinen liegen natürlich Kabel und allerhand Metallschrott rum. Ich habe die dann zurechtgeformt und die Büsche dann mit Heißkleber aufgeklebt. Ihr seht dieses kleine schwarze Werkzeug, was ich da benutze. Das hat sich auch ganz hilfreich erwiesen für die Strukturgebung der Oberfläche. Ich habe in die Pappmaché-Teile damit einfach so kleine Dellen eingehämmert. Das erzeugt ganz magische Effekte von Struktur und Plastizität. Ja, das Ganze dann gut angeklebt und trocknen lassen. Pappmaché trocknet leider sehr, sehr langsam. Man kann dem ein bisschen Abhilfe verschaffen, wenn man das föhnt, aber schlussendlich hilft eigentlich nur eine Nacht drüber schlafen und es trocknen lassen. Jetzt am nächsten Tag seht ihr die dunklen Stellen im Pappmaché. Es ist immer noch nicht ganz ausgehärtet. Oder was heißt ausgehärtet? Getrocknet. Aber wird. Ich habe so einen lustigen 3D-Doodler. Der ist ganz praktisch gewesen, weil das ist eine Erfindung der Moderne. Der verarbeitet
Kunststoffpatronen und macht daraus lustige kleine Würste, die man nach Belieben formen kann. Und das ist auch ganz gut, wenn man einfach auf einer planen Ebene eben Struktur dazufügen möchte. Ich habe das dann schon mal grundiert. Das war ein Fehler, weil eigentlich wollte ich noch das hier machen. Aber naja, hinterher ist man immer schlauer. Ich habe Holzleim einfach auf die Platte gestrichen und dann handelsüblichen Modellbahn Streurasen für Modelleisenbahnbauer da drauf gestreut. Und Steinchen und Zeug. Ich sage das Wort jetzt einfach nochmal: Struktur. Das hilft. Auf so einem Planeten liegen ja Steine und Sand und alles Mögliche drumherum. Sind wahrscheinlich noch irgendeine Art giftiges Moos. In der Zwischenzeit, das Regal ist mittlerweile fertig geworden und ich finde, es ist sehr gut und sehr praktisch geworden. Dann kommt jetzt nochmal der zweite Anstrich und die Platte läuft dann wieder zurück. Es wäre schön, wenn sie von alleine laufen würde. Es wäre schön, wenn alles einfach von den Häusern alleine laufen würde, von A nach B. Aber nein, die wollen alle getragen werden, die ganzen Requisiten. Das sind die Figuren, die ich freundlicherweise von Steffen als Leihgabe erhalten habe. Das sind Skitari und ich habe mich mit der Farbgebung von dieser Platte ein bisschen versucht, an deren Outfits zu orientieren. Die haben eben dieses türkisblau, hellblaue Gewand und dann verschiedene Metall-, Kupfer-, Bronzeartige Steampunk-Elemente da dran und das wollte ich ganz gerne in der Oberfläche hier ein bisschen aufgreifen. Ich habe dann angefangen mit den dunklen Bereichen, ein bisschen die Farbe mit Wasser verflüssigt, damit die auch gut in die ganzen Ritzen und Vertiefungen reingeht. Und wenn diese dunklen Stellen dann getrocknet sind, dann kann man ganz gut mit einem relativ trockenen Pinsel und nicht verdünnter Farbe eben über die Erhöhung einfach so drüber brushen. Und dann arbeitet man die Plastizität eben noch besser heraus. Und dem Rasen habe ich dann noch so einen leichten Gelb-Grün-Ton gegeben und die Büsche dann hübsch in komplementär Bordeaux-Rot angemalt. Das hilft immer ganz gut, wenn man Komplementärfarben verwendet, weil es dann einfach die Leuchtkraft noch ein bisschen hervorhebt. In dem Fall sind sie da dunkel gewesen, die sollten ja auch gar nicht leuchten, aber es hat trotzdem ganz gut gepasst. Und ich finde, es macht sie noch fieser, diese Büsche, dieser Rotton. Hier die Steampunk-Ecke. Ich hatte noch ein paar Zahnräder rumliegen, die habe ich da angeklebt. Das passt ganz gut zu den Uniformen, die die guten Skitari tragen. Da habe ich dann noch Metallfarben verwendet und ein bisschen Kupferoxid, Türkis. Und dann ist das Ding auch schon fertig. Ihr habt jetzt ungefähr zweimal ein Dreiviertel Arbeitstag, würde ich mal behaupten, im Schnelldurchlauf gesehen. Also war jetzt nicht übermäßig viel, aber es ist auf jeden Fall doch ein bisschen Arbeit reingeflossen. Es hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe sowas auch vorher noch nie gemacht, aber ich kann durchaus verstehen, dass das ein großes Hobby von vielen Leuten ist. Oder was heißt vielen? Einigen. Ja, ich hoffe, ich habe euch inspiriert zum selber Loslasteln. In diesem Sinne, Tschüssikowski.